einer Volkswirtschaft. Das heißt, dieses Mehrgeld, was permanent produziert wird, leistungslos produziert wird, einfach aus Druckereien kommt, bedeutet bei gleichbleibenden Gütern, dass sich zu viel Geld um zu wenig Güter schlägt. Was bedeutet das? Die Preise steigen. Aus Sicht des Kapitalanlegers, der Geld gespart hat, Lebensversicherung, Bausparverträge und sonstige Spendenformen, die manche Leute ja noch im Portfolio haben, diese Leute werden natürlich logischerweise dann ihr Vermögen verlieren, denn wenn die Preise steigen, bedeutet das, dass das Guthaben auf den Konten immer weniger wert wird. Das ist die andere Seite der Medaille. Relativ einfach. Also, haben wir eine solche Äquivalenz, muss sie auf alle Zeiten bleiben. Steigt es, muss die Geldmenge steigen, fällt es, muss die Geldmenge wieder fallen. Dann haben wir auch einen Indikator und können sehen, wenn Preise steigen oder wenn Preise fallen, ob tatsächlich das Angebot- und Nachfrageverhältnis zu bestimmten Produkten stimmt. Wenn dann nämlich ganz Brot plötzlich wahnsinnig teuer wird, dann liegt das vermutlich an den Getreidepreisen. Und dann könnte der Bauer zum Beispiel sagen, okay, im nächsten Jahr setze ich mehr auf Getreide. Ein anderer Bauer könnte daraus schließen und sagen, ich gehe davon aus, dass meine Kollegen jetzt, weil sie wissen, wie die Preise gestiegen sind, alle auf Getreide gehen werden nächstes Jahr, dann gehe ich auf Kartoffeln. Als Beispiel. Man kann auf jeden Fall anhand der Preise ablesen, ob etwas gut oder wenig vorhanden ist und wie die wirtschaftliche Situation da ist. Dadurch, dass wir das aber nicht konstant halten, sondern wir haben eine natürliche Inflation, es kommt ständig neues Geld dazu, was reingeblasen wird in die Wirtschaft, ohne dass irgendwelche Gegenwerte da sind, haut das ganze System natürlich nicht mehr hin. Das ist ganz wichtig. Weil wir müssen diese es ist natürlich kein festes Maß wie ein Meter. Wie zum Beispiel ein Meter ist ja ein Meter, ein physikalisches Maß, 100 Zentimeter, 100 Zentimeter, die sind das immer. Nehmen wir mal an, wir haben einen Meter und wir würden sagen, ach, eine Inflation von 2-3 Zentimetern im Jahr ist völlig okay. Jetzt gehen Sie in eBay, kaufen einen Schrank, von 1971 ist der gebaut worden, einen alten Schrank und der hat jetzt eine Höhe von 1,60 Meter, dann müssen Sie ja immer noch die Inflation draufrechnen, das kann sein, dass das schon 4 Meter ist. Das ist absurd. Beim Geld ist es genauso. Das funktioniert wirklich beim Geld so. Und 1913 haben ein paar amerikanische Familien, ist es auch völlig egal, es geht auch nicht um Feindbilder, überhaupt nicht, im Prinzip das Bankensystem komplett übernommen. Man hat dann eben halt ganz bestimmte Dinge inszeniert. Das war in diesem Fall 1907 oder 8 war das, glaube ich, eine Bankenkrise, so wie man immer inszeniert, um Menschen dazu zu bekommen, irgendetwas abzuhaken. 1898 den Untergang der Main in Kuba, die Geschichtsinteressierten kennen das, oder 1915 den Untergang der Lusitania, oder 41 Pearl Harbor, 64 beispielsweise Zwischenfall von Tonkin, woraus der Vietnamkrieg resultierte. Robert McNamara war damals Verteidigungsminister der Amerikaner unter der Leitung von Lyndon B. Johnson, ich muss gerade über nachdenken. Der hat in den 80er Jahren zugegeben, es hat niemals einen Zwischenfall von Tonkin in Vietnam gegeben. Der Krieg ist also gemacht worden, um ihn zu führen. Und warum? Um die Wirtschaft mit Geld zu unterlegen, mit Waren zu unterlegen, die nicht da waren. Denn diese Güter können natürlich auch Kriegsgüter sein. Wenn ich jetzt Geldmenge erhöhe und drucke und reinblase in die Wirtschaft, aber die Gütermenge nicht steigt, dann kann ich zum Beispiel sagen, komm, Halliburton, einer der größten Rüstungsindustrien, oder Pharmaindustrie, sehen wir zu, dass alle noch ein bisschen schön krank werden. Das kennen wir ja, je kranker die Menschen, desto mehr Umsatz. Also je kranker die Menschen, desto besser für die Wirtschaft. Allein das ist ja schon pervers. Aber so ist unser System eben halt aufgebaut, das muss man eben halt nur wissen. Und die haben das Ganze übernommen, die amerikanische Regierung, und die konnten jetzt nach Belieben die Geldmenge erhöhen oder reduzieren, unabhängig von der Gütermenge. Man hat also quasi Geld in die Wirtschaft reingeblasen über sogenannte günstige Zinsen oder wie auch immer, weil wir haben ein Kreditgeldsystem. Ich kann leider so weit nicht reingehen. Eine Stunde, 20 Minuten reichen vorne und hinten nicht aus, um größere Zusammenhänge rüberzubringen, sondern lediglich, um ein Gefühl zu vermitteln. Und wenn ich diese Geldmenge reinblase, dann kann ich natürlich dadurch die Preise massiv nach oben ziehen. Das heißt, eine inflationäre Situation künstlich schaffen von Seiten derjenigen, die den Hebel in der Hand haben, nämlich die Geldmenge zu regulieren. Und dann kann ich die Preise nach oben treiben und wenn ich selbst am Geldmengenhebel sitze, wie die Federal Reserve,
kann ich an der Kante meine ganzen Immobilien und Aktien und Edelmetalle, alles was Sachwert ist, zu Höchstpreisen verkaufen. Und wenn alles verkauft ist und ich habe meine hohen Einnahmen dadurch, dann ziehe ich den Hebel wieder zurück und senke die Geldmenge wieder volkswirtschaftlich. Das nennt man dann Deflation. Und dann gehen die Preise wieder runter in den Keller, wie zurzeit die Immobilienpreise. London beispielsweise, vor wenigen Jahren habe ich gesagt, die Londoner Preise werden in den Keller zusammenbrechen. Natürlich, es hat immer noch nicht angefangen. Die richtigen Preise werden noch richtig zusammenkollabieren. Die deutschen Immobilien, die europäischen Immobilien insgesamt werden noch dramatisch zusammenbrechen, weil die Preise völlig hoch sind. Also das Entscheidende ist, dass wenn jemand die Geldmenge regulieren kann, er letztendlich auch über das Volk regiert. So, gehen wir zurück 1944, vielmehr jetzt mal in diesem Fall weiter. Man hat damals eines versucht, um die Geldmenge in einem bestimmten Zaum zu halten, dass man nicht einfach nur druckt, hat man einen Goldstandard eingeführt. Goldstandard in Bretton Woods, das heißt also, dieser Mann hier, das ist John Maynard Keynes, der in der Mitte, auf seinen Namen hier, darauf ist letztendlich unser gesamtes Geldsystem zurückzuführen. Der Mann war Spieler in seinem Leben, er war Casinospieler, in seinem Leben mehrmals pleite und mehrmals richtig reich. Und auf seine Ideen basiert unser heutiges Finanzsystem. Ist schon ein bisschen heftig. Obwohl es passt, es ist ja ein Casino-Kapitalismus, in dem wir leben. Unser System ist relativ einfach. So, nehmen wir an, wir drei spielen Monopoly. Es ist ja ein Monopoly-Spiel. Wir drei spielen Monopoly und ich sage, okay, wir teilen jetzt das Geld aus. So, jeder kriegt jetzt seinen Stapel. Ich mache mich in so einem Beispiel immer gerne als Gewinner. Ich habe jetzt die Parkallee und die was gibt es denn noch? Parkallee, Schlossallee. Schlossallee, Parkallee. So, ihr habt da die Badstraße und sowas. Nichts drauf, ich zwei Hotels. Wunderbar, dass das Spiel schnell rumgeht. So, das dauert drei Runden. Bei mir liegen die Stapel so hoch und ihr guckt traurig in der Wäsche. Und dann sagt ihr irgendwann so, ich habe jetzt keine Lust mehr, Andreas, wir gucken jetzt Fernsehen. Deutschland sucht den Superstar, fängt an. Ich sage, kommt, macht doch gerade so Spaß. Eine Runde können wir noch. Ich leihe euch was. Dann verleihe ich wieder das Geld. Ihr habt dann wieder ein bisschen Geld. Jetzt machen wir noch drei Runden. Ich habe ja immer noch die Schlossallee und immer noch die Parkallee. In Kürze habe ich wieder mein ganzes Geld zurück und ihr habt sogar noch Schulden. Spätestens dann habt ihr die Schnauze gestrichen voll und sagt, jetzt reicht's mir. So, jetzt sage ich, komm, wir machen eine Währungsreform. Ich gebe mein ganzes Geld wieder rein, wir teilen es wieder auf, weil ich habe ja unheimlich viel Freude. Alle kriegen wieder einen gleich großen Stapel. Ich streiche sogar die Schulden. Wobei bei der Währungsreform werden die Schulden nicht gestrichen. Aber da kommen wir gleich drauf. So. Spätestens in der dritten Runde habe ich wieder die ganze Kohle, weil mir gehört immer noch die Schlossallee und immer noch die Parkallee. Das ist der Punkt. Weil dieses Spiel heißt Monopoly, weil nur einer gewinnen kann. Wenn mehrere gewinnen könnten, hieß es ja Oligopoly oder Polypoly. Nein, Monopoly heißt es. Das ist unser System. So, und man hat mir damals gemacht, 1944, dass man Gold, die Amerikaner haben also den restlichen Ländern dieser Erde allen Ernstes verkauft. In Zukunft gibt es nur noch eine einzige Währung auf dieser Erde und das ist der Dollar, der US-Dollar. Meine Damen und Herren, wenn Sie eines mitnehmen heute, wie ich es auch schon vor Jahren sage, es gibt nur eine einzige Währung auf der Erde und das ist ein US-Dollar. Der US-Dollar heißt in Deutschland zum Beispiel Euro, in Frankreich auch, in England heißt er Pfund, in Japan heißt er Yen, in Indien Rupee. Ja, es gibt nur eine einzige Währung, weil keine Währung ist mehr materiell unterlegt mit irgendwelchen Metallen, mit irgendwelchen Sachwerten, sondern nur noch mit Dollarnoten. Weil durch den Goldstandard hat man die anderen Länder davon überzeugt, in Zukunft keine eigenen Goldreserven mehr zu halten, sondern Dollarnoten. Die Dollarnoten waren ja so viel wert wie Gold, weil sie einen 25-prozentigen Goldstandard hatten. So, das Problem war, irgendwann 1969 kam Charles de Gaulle auf die Idee und wollte seine Scheine einlösen. So, Präsident Nixon war an der Macht, der junge Mann hier. So, und er hat gesagt, Jungs, guck mal nach, wie viel Gold drin ist, Frankreich will Gold sehen. Dann haben die durchgezählt, haben festgestellt, das Gold reicht ja nicht.